liebe Freunde von Heiligen Kreuz, liebe Schwestern und Brüder, die Sie mit durch die Medien mit uns hier verbunden sind. Auch wenn von manchen Menschen, manchmal sogar von Bischöfen angezweifelt wird, dass die Heiligenverehrung zum Grundbestand des Christentums gehört, möchte ich hier das Gegenteil davon behaupten. Die Heiligenverehrung leuchtet uns nicht nur im Alten Testament in Form der Verehrung der Patriarchen und Propheten auf, im Evangelium selbst wird sie ganz direkt angesprochen. In der Verehrung Mariens, Johannes des Täufers und der Apostel, wie Maria selbst in ihrem Lied, dem Magnificat, vorhersagt: Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Es gehört zur Vitalität der Kirche, dass im Dunkel der Zeit immer wieder helle Sterne aufleuchten, die uns mit ihrem Licht bezaubern und uns die Richtung auf den Himmel weisen. Solcher Stern ist für mich die heilige Mutter Teresa, deren 25. Todestag wir heute begehen. Vor eigentlich nicht sehr langen Jahren, im Jahr 2016, ist sie vom Papst Franziskus heilig gesprochen worden. Ich hatte die große Freude, 2003 bei ihrer Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. In Rom anwesend zu sein. Mutter Teresa hatte die seltene Gabe, die Grundwahrheiten des Lebens auf den Punkt zu bringen und sie so zu sagen, dass jeder davon berührt war. Wie etwa, dass der Mensch dazu da ist, zu lieben und geliebt zu werden. Mit ihrem liebenden Herzen spürte sie instinktiv, was die eigentliche Katastrophe hinter der Armut und der Not der Menschen ist, nämlich nicht erwünscht zu sein und nicht gebraucht zu werden. Ich war durch unsere Klostergründung in Sri Lanka oft auf dieser Insel, Patrionspaar war einmal mit dabei, große Insel südlich von Indien, kleiner als Österreich, aber mit dreimal so vielen Menschen als Bewohnern. Dort konnte ich leider immer wieder in der Stadt Colombo Menschen sehen, die auf der Straße leben mussten, die auf dem Bürgersteig geschlafen haben und dort ausgemergelt um Nahrung gebettelt haben. Mutter Teresa konnte diesen Anblick nicht länger ertragen. Sie war damals eine Schulleiterin der Loreto-Schwestern in Kalkata, im Westen Indiens. Ja, und daher bat sie den Bischof und auch den Papst, ihr doch die Erlaubnis zu geben, ihren Orden zu verlassen und den Ärmsten der Armen zu dienen. Nach vielen Jahren des Wartens erhielt sie endlich 1946 die Erlaubnis, sich ganz den Armen zu widmen, von denen eben damals oder auch vielleicht auch heute die Allerärmsten oft schon direkt auf die Mülltonne gelegt wurden, damit sie dort sterben und nachher nicht mehr so viel Arbeit machen. Berühmt wurde sie durch ihr Kranken- und Sterbehaus Nirmal Hridaya, wo sie sich es zum Ziel gesetzt hatte, dass jeder Mensch zumindest in Würde und geliebt und geschätzt sterben sollte. Aber wahrscheinlich, weil sie den Menschen so viel Zuneigung entgegengebracht hat, sind immerhin die Hälfte von ihnen wieder gesund geworden. Mutter Teresa hat 1988 hier in der Stiftskirche vor vielen Menschen Zeugnis gegeben. Sie sagt, Jesus ist gekommen, um die frohe Botschaft zu verkünden, dass Gott Liebe ist. Dass er uns liebt und dass er will, dass wir einander lieben. So wie er jeden Einzelnen von uns liebt.
Und um es für uns einfacher zu machen, einander zu lieben, sagte Jesus: Was ihr für den geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Mutter Teresa sah die Dinge tiefer, als wir sie sehen können. Sie hatte sozusagen einen mystischen Zugang zu ihnen. Und so sagt sie: Ja, Jesus, du hast dich für uns in der Gestalt der Armen verkleidet, damit wir dich überall lieben, wir dir überall dienen können. Denn also der Arme, der Mensch in Not, ist eigentlich Jesus. Gerade in Indien war dies eine ungeheure religiöse Revolution. Denn dort glaubt man, dass jeder leidet, und zwar aufgrund seines Karmas. Also, wenn jemand leidet, dann muss er schlechte Taten verübt haben, und das ist sozusagen nur gerecht, dass es ihm jetzt schlecht geht. Manche Gurus sagen auch, Mitleid ist schlecht für den Menschen, denn das Mitleid bringt uns aus dem inneren Gleichgewicht und dadurch können wir nicht so diesen Glückszustand der Meditation erleben. Aber Mutter Teresa wollte den Menschen helfen, den Mensch gewordenen Gott zu entdecken, der eben nicht nur in den Ärmsten der Armen gegenwärtig ist, sondern auch im Sakrament der Eucharistie, insbesondere im Brot des Lebens, das Christus ist, das in der Monstranz zur Anbetung ausgesetzt wird. Und sie hatte einen großen Glauben an die Macht des Gebetes. Ich habe einmal von ihr gelesen, sie hat gespürt, sie braucht ein Kinderheim für diese Straßenkinder, die nichts haben und auf der Straße leben. Dann hat sie also beschlossen, sie betet 3 Nächte durch für ein solches Kinderheim. Tatsächlich, nach 3 Tagen kommt eine Dame, keine Christin, eine Dame, die sie von ihrer Schule her kannte, eine Hindu-Frau, sagt: Also, liebe Mutter Teresa, also mein Mann ist gestorben und das Haus, wo wir gelebt haben, fühlt sich so leer an. Ich fühle mich da gar nicht mehr wohl. Haben Sie vielleicht eine Idee, was ich mit dem Haus machen könnte? Und dass die Größe von Mutter Teresa beweist die Tatsache, dass sie dann auch noch 3 Nächte hindurch gedankt hat für dieses Haus, was ihr eben die göttliche Vorsehung geschenkt hat. Wie sie gesehen hat, dass die Schwestern, mit denen sie den Armen gedient hat, mit Arbeit überlastet waren, hat sie eben nicht die Gebete reduziert, sondern im Gegenteil. Sie hat noch zusätzlich 1 Stunde Anbetung in der Früh angesetzt, weil sie gesehen hat, nur mit dieser Kraft der Anbetung, des Gebetes, kann man diese Überlast oder diese große Last der Arbeit bewältigen. Und diese Anbetung hat sie besonders ihren Schwestern in ihrem Testament ans Herz gelegt. Da sagt sie: Wir können Zeit in der Kapelle verbringen, aber habt ihr wirklich mit Augen wahrgenommen, mit welcher Liebe Jesus uns anschaut? Habt ihr seine Worte der Liebe gehört? Bittet um diese Gnade. Er hat das brennende Verlangen, sie euch zu geben. Solange ihr nicht hört, wie Jesus in der Stille eures Herzens zu euch spricht, könnt ihr nicht hören, wie er in den Herzen der Armen sagt: Mich dürstet. Also beides ist eine untrennbare Einheit, diese Liebe zum Gebet und die Liebe zu den Armen. Sie hat gesagt: Das Gebet gibt uns ein reines Herz. Und ein reines Herz kann Gott schauen. Und wenn wir Gott in jedem Menschen erkennen, werden wir einander lieben,
wie Gott jeden von uns liebt. Amen.